Ich habe es gerade ins Auge gesprüht. Das war auch sehr schlau. Ich nehme mal Pi mit, ne? Oh, da kommt einer. So ein Krach. Ja. Könnte ein kurzes Pi geben. Ich glaube, da ist. Ich habe die falsch rausgezogen. Da ist die Verlängerung fehlt. Nimmst du die von Jörg? Damit Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit Alex vom Hallex. Und Jörg vom Hallex ist auch am Start. Jörg vom Örk hatten wir doch. Ja, Jörg vom Örk und Jörg von Hallex, das ist beides gleich. Wir machen heute einfach nur eine chillige Sonntags-Wald-Matschrunde. Keine Action, keine riesigen Highlights, ne? Einfach nur, wir brauchen Entspannung. A little bit bewegen. A little bit bewegen, weiß Bescheid, ne? So. Wenn alle eingesprüht sind hier? Ja, alles stinkt. Alles stinkt. Ich finde das richtig gut. Nur nicht im Auge. Schau mal, direkt hier schön mit Schutzhütte. Zeckenwiese wird das Spray getestet. Und was sagtest du, Jörg? Was ist das da oben? Ein Schützenverein. Da schießt man einfach so hoch in den Wald? Da oben hängt der in der Hahn. Der muss den Kopf abschießen oder irgend so ein Scheiß. Oh, nee, da bin ich ja mal. Dann also säg ich das Ding ab. Hähne, Hähne abschießen. So. Start ist Haus Dülmen, Parkplatz am Sportplatz. Bumsfallerer. Apropos Bumsfallerer, zeig mal dein Tattoo. Alex hat sich tätowieren lassen. Halt mal. Oh. Da hinten ist der Griff. Griff, Griff. Hab ich schon erwähnt, dass ihr stinkt? Du stinkst ja genauso. Das riecht gut nach Zitrone. Ja, und aber ich stehe aber gegen den Wind. Waldbeleuchtungsfindungsdings Bumsfallerer Bänder. Muss noch nachgestochen werden. Leider bei absoluter Hitze gestochen und leider schon ein bisschen Tattoo-Farbe wieder rausgeschwitzt. Egal, aber geil. Geil. Ja, da muss ich auch noch. Aber da muss ich noch 5 Jahre für sparen. Obstboom. Was, hier? Das ist glaube ich, oder? Daneben ist ein Apfelbaum. Oh, das ist Krampf in der Schiene. Aber der ist von der Art. Picknickplatz. Das ist Silbersee. Ein Adventure Trail. Alex, Jörg. Oh ja. Aber der führt leider nur rauf zur Straße. Ich wollte gerade sagen, wer hat sich denn da so eine Schneise gemacht? Wofür? Irgendwie ist das eine ganz lauschige Ecke hier, ne? Schön. Also. Theoretisch, wenn wir jetzt da lang gehen, kommen wir direkt zum Wasser. Ja, dann machen wir doch, oder? Dann machen wir aber eine Schleife. Dann Schimpfkommod, ne? Dann Schimpfkommod. Kommen wir denn direkt ans Wasser noch? Keine Ahnung. Aber das sieht so aus, als ob man da auf jeden Fall Blick hat, weil das scheint ein Steg zu sein. Und da ist auch noch mal was. Ja, dann kommen wir doch am Steg zur Not wieder auf den Weg zurück, oder? Weiß ich nicht. Zentrieren. Was sagt der Herr? Mir egal. Demokratische Abstimmung. Oh. Ich hasse was hat denn hier demokratische Abstimmung? Ihr habt das schon beschlossen. Nee, ich nicht. Also ich wäre für Wasser. Du? Kommod meckert. Sie für Weg. Und du? Kommod meckert. So, siehst du, habe ich verloren, ist ja gut. Ich bin für Steg. Wir sind fertig. Was denn jetzt? Wir sind einfach fertig. Ja, ist ja reich. Ich brauche Urlaub. Ich brauche dringend Urlaub. Steg. 3 Wochen noch. Das überlebe ich nicht. Och. Ach, das ist auch kein Steg zum nee. Gehen. Es kommt aber noch einer. Ach, siehst du, wir hätten auch gar nicht am Wasser entlang laufen können. Nö. Wo wären wir denn da rausgekommen? Und wo die Büsche hier wahrscheinlich wieder. Wenn wir überhaupt so weit gekommen wären. Single Trail. Da ist die Staumauer. Da ist eine Bank. Sollen wir die nehmen? Wir können die nehmen. Ist kein Tisch, ne? Ist egal. Das war kein Tisch, aber Blick auf den kleinen, ne? Da müssen wir rum.
Ja, wir entfernen uns jetzt erstmal davon. Soll ich dir mal zeigen? Da. Wupp, echt gehen wir. Hunger! Ah, ich sitze. Das Leben ist doch schön mit Stuhl, oder? Ja. Die pellt sich da erstmal ein Ei. Hast du auch dein Ei mit? Ja, 3 Stück. Oh, willst du eins gepellt haben? Hm? Was ist das denn? Was ist los? Dein Ei ist gepellt. Yeah! Hä? Ich klopfe hier gegen und von da oben kriege ich einen Tropfen in den Nacken. Du sollst keinen Krach machen. Der Baum, der fühlt sich gestört in seiner Ruhe. Kannst hier nicht machen, was du willst. My heart's break. Sei froh, dass du das schön zu pellende Ei gekriegt hast. Dein Ei ist schön gepellt. Hier lässt es sich aber auch wohnen, oder? Ja, hier hast du nicht so viel Lärm. Ist hier eine Wohnung frei? Hi. Hallo! Muss ich mal fragen. Hallo. Hier wirst du sogar gegrüßt. Oh ja, hier so eine Wohnung. Moi. Ach, Nisa. Nisa. Mieser Weg. Ich habe einen Mieser Weg verstanden. Hier ist diese Walking-Strecke noch. Und da ist mein Auto. Da seht ihr auch schon mein Auto. Sehr gut. Ja, passt. Da hinten, dieses Chaos, ist mein Garten. Oh, guck mal, das wird neu gebaut. Ja, das ist doch für mich, oder? Renoviert. Renoviert, ja, ist egal. Ist gerade keiner drin. Ja, da muss ich heute Nachmittag meine Taschen packen. Das wird aber schon einem gehören. Ist mir doch egal. Schon Baustellenschild drin. Hast schon verloren. Kann ich mir eh nicht leisten. Hier ist aber was los. Hier fährt aber regelmäßig was los. Und hast du einen Zug gefunden? Ja, ein Luftzug. Ein Luftzug? Ja, immerhin. Wir stehen mitten drauf und er sagt, wir müssen erst mal gucken, ob ein Zug kommt. Ja. Ja. Kommt aber keiner. Kommt keiner, Gott sei Dank. Kommt kein Zug. Hätten ganz schön fetten Fettfleck gegeben. Ja. Nein. Hier. Boah, wie viele hier sind. Oh, die sind schon riesig, ja. Wie die Paparazzis. Storchalarm, guck dir das mal an. Wow. Aber das ist jetzt der Super-Zoom. Da landet gleich wieder einer. Ach ne, hinten. Die ganze Wiese ist voller Störche. Süß. Ja, das sieht schon. Das sieht witzig aus. Dieser Weg ist einfach easy going, chillig spazieren. Wir sagen auch schon extra nicht, wir gehen wandern. Dieser Weg wird ein leichter sein. Genau, weil der einfach chillig ist. Es ist nicht riesige Highlights, aber es ist genauso eine Strecke, wie wir das brauchen. Einfach runterkommen, grün, Trampelpfade. Ich ignoriere euch jetzt da vorne. Die mobben sich wieder. Wer ist feucht? Entschuldigung. Meine sehr verehrten Brüder und Schwestern, herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Haben Sie was zu beichten? Haben Sie Sünden? Möchten Sie gesegnet werden? Kommen Sie mal her.
Ein Wasserfall. Ein Wehr. Ein Waldwehr. Oh, wir müssen den Bauch einziehen, Alex. Was? Ich habe ihn verdeckt. Ach, wir müssen jetzt schön gucken für Foto. Ich habe aber gerade eine Palme in. Ist egal, Heiligenschein. Oh, ne, voll schön. Altem Autos. Oh, ja. 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 Wow, sieht man das? Krass. Das geht noch. Da kann man aber draus machen. Ja. Wir müssen die ganze Zeit lang nichts machen. Ja. 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 Das hat Golfplatz-Feeling. Genau. Da fehlen nur noch die Löcher und die Fähnchen. Schade, ich habe leider den Bauernhof davor nicht gefilmt. Da war einer, das war unser Geschmack. So richtig Wildwuchs und schöne Heidewiesen. Aber nicht so was, wie hast du gesagt, mit der Nagelschere geschnittenes Gras. Ja, englischer Rasen, wie mit der Nagelschere geschnitten. Das ist nicht unsers. Den englischen Rasen gibt es ja tatsächlich deckerweise als Samen zu kaufen. Ich muss mal eben eine Pflanze vom Schuh machen. Fertig sind wir in der Schmittegase. Wahrscheinlich. Da unten sind noch ganz kleine. Ja. Die Tour, also wir brauchen ja ewig für diese Tour. Wir sind seit 3 Stunden für 9 Kilometer unterwegs, weil wir ständig was zum Gucken haben. Ja gut, ich hab bei der Pause weiterlaufen lassen. Das ist 3 Stunden 18. Wow. Also der Weg ist chillig, eigentlich nichts Besonderes, aber trotzdem schön, ne? Ja. Und die Häuschen waren jetzt auch interessant. Wir haben uns jetzt schon alles ausgeguckt, wie wir das machen, wo wir hinziehen. Also du. Ja, ihr müsst mit. Ihr kommt mit. Wieso? Deine Eltern unten, du oben. Ja, aber ihr seid meine Nachbarn dann. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir die Nachbarn sind. Ja, in der Nachbarschaft. Oh, wir können erstmal wippen. Was hältst du davon? Dass wir nachbarschaftlich wippen. Das ist hübsch. Mit Schilf und Rosen und allem drum und dran. Willst du mit mir Rosen nehmen? Die sind echt in Enten. Die sehen unecht aus, ja, sind sie auch. Und warum macht man sowas? Wenn der Rest so schön ist. Hübsch. Auch schade, da die Bank, die hat einen Tisch, auch das privat, okay. Okay. Ach, guck mal für Klorollen. Niedlich. Okay. Aber ist ja schon niedlich gemacht. Ne? Wo ist denn die Igelstation? Die Nähmaschine finde ich schon toll. Hatte ich mal so. Hatten wir mal geschenkt. Passt irgendwie überhaupt nicht mehr zu unserem. Ja. Kannst du einen 2020er, 21er oder 22er kaufen? Und da hast du noch, die Preise. Noch mehr Rotwein. Machen sie das selber? Ja. Zaunweine. Ach ja. Kann sein. Ach, wie witzig ist das denn gemacht? Ich bin voll putzig. Das ist echt süß. Ohne Scheiß. Für sowas würde ich auch so ein runtergekommenes Häuschen nehmen. Das ist ja der Burner. Oh, was geil. Das ist uralt. Das ist uralt. Guck dir das mal an. Du da? Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Das kann ruhig so ein bisschen runtergekommen sein, aber das Dach ist neu, alles gut. Das ist schon alles okay. Ja. Das ist ja ein Traum. Teilweise die Fache neu ausgenommen, siehst du da? Mega. Und diese Schilder musst du aufnehmen, wegen der Information. Ja, habe ich. Dann musst du nicht so viel labern, dann kannst du. Genau. Guckst du Schild, weißt du Bescheid. Guckst du Schild, musst du ganz schnell lesen oder Pause drücken. Hier haben wir die Brautbäume, die Hochzeitsbäume. Ja, da hinten ist auch schon eine Hochzeitsgesellschaft. Oh. Was die haben. Ja. Die Bäume hier wurden alle von Brautpaaren gepflanzt. Ja. Hier ist dann noch eine Naturroute. Ach, hier gibt es schon schöne Wege. Es gibt auch extra so einen Rundweg. Nur an dem Bächlein, an dem kleinen Fluss, wo wir auch zwischendurch waren. Nicht an dem See. Dann gibt es hier diese Naturroute.
ist einfach und schön. Man kann auch in 5 Kilometern nur den See umrunden. Man kann auch nur den See umrunden, stimmt. Man kann Richtung Borkenberge sich dann noch die Flieger angucken, die kein Frühstück mehr anbieten. Warte, da gehen wir da nicht hin. Die Wiese, links. Das ist eine Wiese, ne? Das sieht auch toll aus. Und rechts ist Wasser. Natürlich, da war die Schleuse da gerade mega. Oh. Oh, das ist ein toller Picknickplatz, genau. Ja, und jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Nee, jetzt müssen wir Pizza bestellen. Oh Mann, ey. Da, scheiß Capri-Sonne, schon wieder so ein Kack. Mensch. Meinst du, die liefern hier Pizza hin? Muss. Lieferheld macht alles möglich. Was für eine tolle Umgebung ist das hier. Das waren jetzt 12,2 Kilometer in 3 Stunden. Was habe ich gesagt? 37? Also ich bin schon bei 4 Stunden 4 Minuten. 9 habe ich. Ja, stimmt. Ich habe die Pause nicht gestoppt. Das ist ja der Burner. Ja, war gemütlich, aber war schön. Irgendwie hatte die was. Chillig halt. 19,35 Minuten pro Kilometer. Psst. Wir haben ja gesagt, wir gehen heute nicht wandern, wir gehen spazieren. Aber einfach geile Egend. Geile Egend hier. Geile Gegend. Wow, bin ich leuchtig. Jo, die Haare. Weil wegen der Leggings auch, die knallt. Ja. Die Alex knallt heute. Wow. Das Fett, die machen auch Sport. Ja, mein Fett knallt auch. Das kriege ich auch im Moment nie weg. Egal, wir waren draußen und auch zu euch sagen wir jetzt am Ende des Videos. Wie jeden Videos. Ich habe Aua. Jörg hat Aua. Wir haben Mimimi, wir haben Hunger. Und wir sagen Kaffee. Naja, ist zu. Ach so. So, komm, sag ich. Ja, geht raus, bewegt euch, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Auto von vorne. Goodbye. Auto von vorne und goodbye.